Moin, ich bin Claude und ich bin Vormann der Exploitation auf der CFL. Hey, ich bin auch Claude und ich bin Vizepräsident, Spieler und Trainer vom Fußballclub von unserem Betrieb. Hier und da gehen wir an unserem Leben auf eine natürliche Art und Weise vorgezeichnet, so wie wenn es für uns bestimmt wäre. Für mich waren das immer Zisch und der Football. Auf dem Terrain, den ich, haben wir den Trikot vom Spieler und haben wir aber auch Trainingsjacket vom Coach. Auf der Arbeit ist es selbst wie an der Position vom Coach. An meiner Arbeit als Formateur muss ich die selbst gelassene Autorität tun und ich muss auch vergleichbare Praktiken ersetzen, für die Gruppe zu guidieren und mit gutem Beispiel vorzugehen. Als Formateur muss ich in erster Antwort gehen, als Coach muss ich in erster den Spieler dazu führen, dass er selber Lösungen findet. Alles wird an der Familie angefangen. Mein Bob ist in den 1950er Jahren auf der Dampfmaschine gefahren. Hin hat, genau wie sein Pap, die Schlösser am Atelier von der CFL war, auf der Eisenbahn mit Schaffen angefangen. Mein Bob hat heute 89 Jahre an den Hut nach vielen Erinnerungen um die Zeit, wo die Lokomotiven, größte Dampfverlecken, handelt sich gezogen haben. Mein Pap hat seine Viergänger dort auch noch gemacht und ist als Fahrdienstleiter auf der Eisenbahn arbeiten gegangen. Und ist auf 2017 als Formateur Exploitation an Pension gegangen. Während meiner ersten Monate auf der Eisenbahn hatte ich die Chance, für von ihm ausgebildet zu gehen und ihm bei der Ausführung von seiner Arbeit nachzugucken. Als Junge muss ich natürlich zugeben, dass ich mehr Interesse am Football als am Tisch habe. Dafür hat der Football auch bald die ganze Platz an meinem jugendlichen Leben angeholt. Ich war Goalkeeper und das war meine größte Leidenschaft. Wie bald alle jungen Spieler habe ich natürlich von einer Karriere als professioneller Footballspieler geträumt. Leider war daraus nichts gegangen. Mir wurde schon am Lycée auf der Eisenbahn arbeiten gegangen sein, so konnte ich so gut dabei an den Sport zusammen verbannen. Und dann eben mit meinen Arbeitskollegen zusammen Football spielen. Heute bin ich Vizepräsident und Trainer vom FC Eisenbahn 97. CFL bietet euch Stabilität an der Arbeit und gibt euch auch Möglichkeiten, euch professionell weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Und ich bin in der Hinsicht ein gutes Beispiel. Ich bin 2006 auf der Eisenbahn als Fahrdienstleiter, als Weichensteller und als Aufsichtsbeamter angefangen und bin dann noch, genau wie mein Pap, auch Formateur gegangen. Am Anfang teile ich gerne mein Wissen und meine technischen Kenntnisse mit anderen. Das hält alltag einer Formen an, dem nur wert für ein Leute ich an der Klasse 4 um mir sitzen hun. Ich sehe genauso in Kontakt mit jungen Leuten, die neu an der Firma aufhängen, aber auch mit erfahrenen Leuten, die schon Fachwissen und Erfahrung haben. Da muss ich dann sein Vorgehensweise der Situation aufpassen. Also, wenn dir eher Leidenschaft und eher Beruf in den Hut bringen, da schickt euch eher Kandidatur und das ohne zu zecken.